Hallo und hallo, willkommen zum 15. Part Super Mario 3 Story Piece Switch Version. Weiter geht's in der Welt Schloss. Super Mario 3D World! Wer ist jetzt Mario? Wir fragen uns Mario heute an, genau. Weil sein Miss Bild besteht fast schon vom letzten Level der Welt Schloss eben, genau. Ich glaube, wir machen nochmal beides Items oder geht's jetzt eigentlich weiter? In Weltburg 7 heißer tanzt am Lavasee, okay. Mal sehen, wie das wird und wie viele Sterne wir brauchen. Hoffentlich habe ich genügend Sterne gesammelt, um zum Finale zu kommen. Von dieser Welt. Ja, das Level hier ist schwierig, oder? Ja, alles gechillt angehen am besten, genau. Also immer schön achten, nicht in die Lava zu fallen. Ist da oben irgendwas? Ich hoffe nicht, weil ich habe jetzt keine Katze, das Problem. Einfach warten ein bisschen, wir haben genug Zeit. Nicht, dass wir irgendwie sterben oder so, das ist ja ein Problem. Und hier ist doch nichts in der Tanuki. Das töten wir auch am besten die Knochen trocken, also wo muss man jetzt hin? Lauf, Mario, lauf! Das Problem ist eben, wir haben noch keinen Grünschnitt bekommen, ist das Problem. Das ist der erste Stern. Da haben wir schon mal nichts passiert. Wie geht's eigentlich jetzt weiter? Da kommst du nicht rauf. Weg hier. Nein, nicht und nicht, nicht in Lava fallen, nicht in Lava fallen. Ich hab doch geschlagen, Erich, was willst du von mir eigentlich? Wie laufen wir jetzt nach unten? Schnell noch dahin springen. Gut, Kills, jetzt haben wir eigentlich fast alles, okay. Ach, die kommen wieder. Sie sind da unten. Haben wir jetzt alle schnell geholt, ist gut so. Mann, ich bin so dumm, ehrlich, Mann. Lass mich schon wieder einfach treffen.
Komme ich da jetzt nicht mehr rauf, oder was? Was ist denn das für ein Scheiß? Was soll ich denn machen? Ich komme nicht mehr rauf. Ich komme nicht mehr rauf. Fängt er gut schon mal an, der Part. Jetzt haben wir es geschafft. Nein, ich bin so dumm. Ich springe einfach ins Feuer, ich Depp. Hoffentlich reichen die Stelle dafür auch. Das ist fürs wieder Level, genau. Der Weltschloss, mal schauen. Jetzt haben wir 60 Minuten dafür gebraucht. Mal schauen, ob es reicht. Wenn nicht, dann müssen wir eben Backtracking betreiben und ein paar Sterne sammeln. Wir machen noch kurz das Welt 1 Level eben, weil dann habe ich wieder volle Leben. Genau, bis gleich eben, genau. Und wir machen das Finallevel von Weltschloss mit Luigi. Wir haben zwar noch genügend Sterne gesammelt für das Finale. Wir brauchen insgesamt 140, 130, wir haben nur 48, das reicht leicht. Also 18 haben wir davon mehr gehabt, genau. Los geht's! Weltschloss, Schloss, Bowser's Schloss, Lavasee. Bowser's Schloss im Lavasee, okay. Dann mal los! Oh Mann, das wird nicht einfach werden, glaube ich. Der Boss ist auch nicht einfach, muss man sagen. Aber mal schauen, wie ich mich schlage heute. Nein, was zum... Hä? Hä? Ich weiß nicht, ich bleib bei der Katze, okay? Ach stimmt, ja, darf man nicht abschließen, genau. Jetzt erst dürfen wir es den. Ah, da ist oben, da ist noch der Stempel da oben. Die Musik ist richtig geil, muss man sagen, die krasse Musik von. Ma, hä? Ach Mann, ich hab den Weg nicht gesehen, ich Depp. Ach Mann, bin ich dumm. Ich hab den Weg nicht gesehen. Ich bin so dumm. Das ist doch echt nicht zum... Das ist doch echt... Hey, das ist zwar Schritt. Ja, wo ist denn der andere Stern, hä? Ach stimmt, da ist... Stimmt, der war da, genau. Da war ja da, der Stern. Nein, ach Mann. Thank you.
Jetzt hier aufpassen, nicht den echten Fehler nochmal machen, bitteschön. Ich kann doch nicht drüber laufen, das Problem. Es ist das Problem da. Okay, wir kriegen noch ein Item. Ist egal, auf zum Boss. Wächst am besten noch die Katzenlocke drüber, weil das ist besser so. Dann mal schauen, wie es wird mit dem Boss. Ob wir den schnell schaffen oder ob wir lang brauchen. Das ist im Grunde ein Boss, also wie der ersten Welt eben, aber eben schwerer eben. Ich muss sagen, dass Boss in diesem Spiel richtig schön aussieht, muss man sagen. Richtig schön. Ein Treffer schon mal geschafft. Hallo, ich hab doch. Getroffen. Problem ist eben. Nochmal getroffen, gut. Mann, ich treff nichts. Jetzt schweine ich so viel Feuer, ich habe nicht ewig Zeit. Hallo. Hallo, jetzt machen wir wieder eine. Ich getroffen nach Mann. Yes, Treffer. Treffer, nochmal Treffer. Mann, es wird damit immer Bomben. Jetzt wird's blöd. Nein! Ach Mann, ich bin so dumm. Ja, pff. Das Problem ist eben, jetzt kann man nicht mehr so gut treten mit mir. Es regt einfach nur auf, dass er down und noch Flashbite eben und alles. Na gut, das schaffen wir eh nicht mehr.
Markus. Obwohl, ich drehe mich um, wir machen einen Tanuki-Schwanz, glaube ich, ist besser so. Tanuki muss man jetzt holen, Tanuki. Ist zwar jetzt ehrenlos, aber egal. Dann mal los. Hoffentlich schafft man es jetzt. Überspringen wir die Szene, das haben wir schon gesehen. Somit müsst ihr eigentlich jetzt schaffen mit dem Tanuki. Ja, so ist der Schnelldurchlauf, wie sie eigentlich, muss ich sagen. Ich mache es mir auch einfach genug eigentlich auch, aber egal. Ich nutze die Option, die das Spiel mir gibt. So hast du keine Chance gegen uns, Bowser. Du brauchst gar nichts zu machen, ehrlich gesagt. Das Problem ist eben bei diesem Bosskampf, der dauert ewig lange, weil sich Bowser ewig Zeit lässt, mit Bomben zu schmeißen. Und besiegt. Besiegt haben wir jetzt schon. Denkt eben, es ist vorbei, aber nein, es ist nicht vorbei. Es kommt noch eine Welt. Es kommt noch eine Welt. Es ist nicht das Ende. Wäre auch viel zu schwach, wenn so ein Finale eigentlich ehrlich sind. Es ist noch nicht vorbei. Es ist noch nicht vorbei. Ich werde da immer auch aufwollte, glaube ich. Weil es sind schon 20 Minuten noch eigentlich. Weiter geht's im nächsten Part mit Welt. Mal sehen, na gut, die Welt, glaube ich, noch nicht angezeigt. Ja, die Welt wird noch nicht angezeigt, aber wir werden dann eben, ja, im nächsten Mal das machen, okay? Also weiter geht's im nächsten Part mit Welt. Mit Welt, Bowser. Mit Welt Bowser 1. Also das war es schon mit dem 15. Part. Let's Play Super Mario 3D Story. Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.